Es ist eine wunderbare Sache, dass Patchwork das Layout der Bücher übernimmt. Das weiß sicher jeder zu schätzen, der schon mal mit Programmen wie Word und Co. gekämpft hat, um ein sauberes Layout für sein Buch zu erhalten. Trotzdem gibt es gewisse Sondersituationen, bei denen etwas anders sein soll. Diese Sondersituationen finden wir im Tab Szene bei den Sondereigenschaften. Das erste ist der Erstzeileneinzug. Üblicherweise sieht ein Satz so aus: Nach einem Kapitelbeginn, einem Unterkapitelbeginn oder einem Szenenwechsel, wo eine Leerzeile oder Vignette dazwischen ist, beginnt man ohne Erstzeileneinzug. Danach beginnen alle Absätze mit einem Erstzeileneinzug. Nun gibt es aber Szenen, bei denen das nicht gefragt ist. Zum Beispiel bei dem Kapitel, das man am Ende eines Buches einfügen sollte, und zwar der Hinweis über den Autor, eine kurze Autorenvita mit einem Bild, wenn es geht, und natürlich, wenn man hat, die anderen Publikationen. Das sieht dann so aus. Und in diesem Falle ist ein Erstzeileneinzug bei jeder neuen Szene, bei jedem neuen Absatz grauenhaft. Auch braucht man oft bei Sachbüchern, bei manchen Kapiteln eben keinen Erstzeileneinzug. Und mit dieser Eigenschaft, kein Erstzeileneinzug, kann man das bei einer Szene erwirken. Wenn man draufklickt, kriegt die Szene, kleiner Hinweis noch dazu, kriegt die Szene dieses Symbol für den nicht vorhandenen Erstzeileneinzug. Das zweite ist die Seitenwechselumkehr. Bei Patchwork gibt es ja 5 Szenentypen, bei denen 2 mit Überschrift sind und 3 ohne. Automatisch ist beim Hauptkapitel ein Seitenwechsel davor, also eine neue Seite vor dem Hauptkapitel. Bei Unterkapiteln hingegen ist keine neue Seite davor, sondern nur ein Abstand zum Hauptkapitel. Und was haben wir hier? Noch eine dritte Ebene, und zwar Teile, wenn man also Duologien, Trilogien, also mehrteilige Reihen schreibt. Mit der Seitenwechselumkehr kann man bewirken, dass bei den betroffenen Szenen dort, wo ein Seitenwechsel ist, keiner ist und dort, wo keiner ist, einer ist. Das heißt, in diesem Fall habe ich das dafür verwendet. Es ist sowohl der Teil als auch das erste Hauptkapitel sind vom Typ Hauptkapitel. Nur bei diesem hier ist kein Seitenwechsel. Er ist ein Seitenwechsel beim Teil und bei diesem hier ist keiner. Also hier ist die Seitenwechselumkehr. Man könnte das auch so lösen, dass man sagt, hier, das ist ein Hauptkapitel, das ist ein Unterkapitel und auch das ist ein Unterkapitel, nur mit dem Unterschied, dass man bei allen folgenden Unterkapiteln hier eben einen Seitenwechsel machen würde. Beim ersten nicht, dass es so aussieht wie hier, und bei den folgenden dann schon, dass sie auf einer neuen Seite beginnen. Und der dritte Punkt, der ist sehr, sehr praktisch, weil eine Szene, die mit Deaktivierung beglückt wird, keine Seiten mitgezählt werden. Man kann das entweder durch Klick auf diese Schaltfläche machen oder indem man bei der Szene auf die Leertaste drückt. Der Titel wird ausgegraut und wir sehen, dass bei den Seitenanzahlen hier nichts mehr steht. Wenn wir von dem Kapitel alle 3 Szenen deaktivieren, dann sehen wir beim Kapitel, dass alle 3 auch weg oder jetzt wieder da sind. Das war's zu den Sondereigenschaften. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!